Pokémon Parmesin hat es geschafft. Das kontroverseste Spiel seiner Zeit. Hass und Liebe, Misserfolg bei Kritiken, Erfolg bei Verkäufen. Wieder einmal spaltet Pokémon die Branche und nie zuvor war es so offensichtlich, warum. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was so gut und gleichzeitig so schlecht ist. Noch nie lagen Genialität und Versagen so nah beieinander in einem Spiel. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen heute zu der umfassenden, ausgiebigen Review von Pokémon Parmesin. So werde ich das ab jetzt immer nennen. Pokémon Parmesin, ausgesprochen, ist ja Karmesin und Purpur. Das macht es uns einfach einfacher. Ich habe Karmesin gespielt, werde aber jetzt im Folgenden einfach immer Parmesin sagen. Und den großen Plot-Twist möchte ich gleich am Anfang hier einmal präsentieren. Das wahrscheinlich, was ihr jetzt nicht erwartet hättet in diesem Video. Ich hatte Spaß mit Pokémon Parmesin. Pass auf. Ich habe immer versprochen, dass ich immer 100% ehrlich bin mit euch, dass ich euch immer ganz offen und frei erzähle, wie fühle ich mit diesen Spielen, wie habe ich diese Spiele genossen, wie habe ich empfunden. Und das Interessante ist, man könnte jetzt denken, warum denn überhaupt erst so ein erster Eindruck, der so negativ war, und man könnte gerne darüber diskutieren, ob erste Eindrücke dann Sinn machen in diesem Fall. Aber pass auf, das Ding ist, der erste Eindruck hat sich nicht geändert. Der erste Eindruck, ich stehe immer noch zu 100% hinter all dem, was ich im ersten Eindruck gesagt habe. Dieses Spiel hinterlässt halt einen grausamen ersten Eindruck. Aus vielen Gründen. Und alle diese Punkte, die ich dort angesprochen habe, die stehen halt auch immer noch so. Aber das Interessante ist, dass dieses Spiel irgendwann an einen Punkt kommt, dass einfach viele positive Punkte in diesem Spiel überwiegen, dass das Spiel wesentlich mehr Spaß machen kann, obgleich seiner Fehler, obgleich seiner Probleme, und ich hier viel mehr verstehen kann, warum man sagt, ey, ich weiß, das Spiel hat seine Schwächen und seine Probleme, aber ich hatte Spaß damit, denn auch ich hatte Spaß mit diesem Spiel viel, viel mehr als mit Pokémon Legenden Arceus, was an vielen kleinen Dingen liegt, die dieses Spiel eben deutlich besser oder einfach, sagen wir auch mal, anders macht als eben seine Vorgänger. Und deshalb habe ich in letzter Zeit auch viele Videos gesehen, die schon sagen, es ist das beste schlechte Pokémon oder andersrum, und das trifft es halt einfach wirklich gut. Ich möchte heute dieses Video quasi mit einem Aber aufziehen. Dieses Spiel hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir persönlich, aber das ändert nichts daran, dass wir hier von einem Spiel sprechen, was in einem technischen Zustand herausgebracht wurde, der absolut nicht zu entschuldigen ist, nicht von einem einzigen Punkt. Alles, wer diesen technischen Zustand, diesen grafischen Zustand von diesem Spiel verteidigt, ist ein blinder Fanboy, ansonsten geht da nichts. Kein einzigen Grund, das zu verteidigen. Es darf, ein Spiel darf in der heutigen Zeit nicht in einem solchen Zustand veröffentlicht werden. Aber ich bin immer ein Feind davon zu sagen, ja, aber wer das jetzt kauft, Teil des Problems und so weiter. Ich finde einfach, da schwingt immer sehr viel Arroganz mit bei, wenn man sich selber darüber erhebt, anderen irgendwie sagen zu wollen, was sie kaufen oder unterstützen sollen. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, auch in Videos. Es gibt sehr viele Gründe, Spiele zu kaufen und mit Spielen Spaß haben zu wollen. Und solange die Leute halt Spaß haben mit diesem Spiel, finde ich es halt immer sehr vermessen zu sagen, ey, kauf das nicht, spiel das nicht, hab keinen Spaß damit. Gerade weil man immer nicht weiß, warum die Leute das Spiel kaufen, für Kinder oder und so weiter und so fort, die Grafik nicht stören wird. Aber ich möchte hier noch einmal ganz, ganz klarstellen, und das möchte ich heute hier nochmal ausarbeiten, die Grafik und die Technik ist nicht das einzige Problem von Pokémon Parmesin. Genauso wenig war es das einzige Problem von Pokémon Legenden Arceus. Ich lese ja immer wieder, ja, okay, Grafik und so weiter, aber der Rest, nein, um Gottes Willen. Pokémon Parmesin hat ganz viele andere Probleme als den technischen Zustand. Ganz, ganz viele Dinge, die sehr, sehr schlecht und sehr, sehr, ich sag mal, minder bemittelt ausgearbeitet wurden. Aber es hat halt auch viele Stärken. Und das möchte ich heute in diesem Video einmal darlegen. Ich werde euch sagen, was ich besonders toll fand. Und dann gleich am meisten aber auch das Aber nennen, warum eben hier dann doch noch relativ viel fehlt. Und ich würde sagen, wir steigen einmal direkt ein mit dem ersten Punkt. In Pokémon Parmesin gibt es 3 Storystränge. Diese kannst du in der Open World völlig frei nach deinen Vorlieben angehen. Wobei man schon die Herrscher-Pokémon mitnehmen sollte, da es sonst ohne die Fähigkeiten deines legendären Begleiters teilweise unmöglich bis schwierig wird, Orte zu erreichen. Aber ob du Team Star-Camps einnehmen, Arenen vernichten oder eben die Schatzsuche spielen willst, hey, go, du entscheidest. So grob sollte man es alles irgendwie so nebenbei mitnehmen, vor allem da man alle Stories für das Endgame erledigt haben muss. Aber so generell ist Freiheit vorhanden. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Story, die uns zur Top 4 führt und ein Team, was uns zu festen Punkten im Spiel volltextet, sondern 3 Stories, deren Verlauf wir bestimmen. Aber hier hat die Quantität leider stark die Qualität zerstampft.
Keine dieser drei Stories bietet dadurch leider interessantes Gameplay, weil keine dieser Features wirklich weit entwickelt wurde. Damit meine ich nicht die Story, dazu kommen wir noch, sondern das Gameplay. Die Herrscher sind einfach nur große Pokémon, die viel KP haben, einmal vor dir weglaufen, damit du sie danach mit Pepper zusammen besiegen darfst. Sie haben keine besonderen Fähigkeiten, sie heilen sich nicht, Toxin-Exploit, und sind auch nicht besonders schwer. Auch sie aufzuspüren ist lächerlich, sie sind halt einfach da. Dann schlagen sie ein kurzes Loch in eine Höhle und dann sind sie auch wieder nur da. Teilweise ritt ich an der Küste lang und auf einmal griff mich der Herrscher an. Weder der Ort der Herrscher noch der Kampf sind in irgendeiner Weise interessant ausgearbeitet. Aber noch schlimmer sind die Team Star Camps. Du raidest diese Lager, indem du klingelst. Vorne, am Eingang. Und dann musst du deine Pokémon in diesem Folgemodus 30 Pokémon besiegen lassen. Dieses Feature ist sowieso das nutzloseste Feature seit langem, wobei es lustig sein kann, während man in der Welt Dinge sucht oder umherreitet und nebenbei den Pokémon zum Farmen oder Leveln so ein bisschen rausschickt. Aber das jetzt als Feature zu nutzen, um das Camp zu invaden, ist so öde und belanglos. Nichts in diesem Spiel war so langweilig wie diese Camps. Danach kommt dann der Kampf gegen die Mitglieder. Diese sind ganz cool. Teilweise fordernd und cool inszeniert, aber an sich einfach nur Trainerkämpfe. Na gut, dieses Mobil ist noch da, so als großes Pokémon. Aber auch das ist halt nichts Besonderes, wenn man es einmal gesehen hat. Und ja, jedes Camp spielt sich genau gleich. Auch hier wurde sich keine Zeit genommen, diese Camps irgendwie zu individualisieren oder an die Fähigkeiten oder an die Designs ihrer Bosse anzupassen oder mal irgendwas zu gestalten. Und dann haben wir noch die Arenaleiter. Auch hier war ich sehr enttäuscht. Wir haben keine Arenen mehr. Man geht halt immer vorne zum Schalter, muss eine Prüfung ablegen, die sich gegenseitig an Belanglosigkeit überbieten. Bring einem sein Portemonnaie, roll eine Olive, beantworte ein Mini-Quiz. Bis auf zwei ganz cool gemachte Prüfungen war ich schockiert, wie langweilig man hier gearbeitet hat. Und dann fand der Arena-Kampf einfach statt, in so einer Kampfarena, die meist einfach aufgetaucht ist und nur ein Sportplatz war. Keine coolen Arenen mehr, die thematisch zum Arenaleiter passten. Keine Trainerstaffage mehr, die einen perfekt auf den Leiter vorbereitet haben. Die Arenen waren immer so ein Highlight und ein wahres Abenteuer. Eine eigene Festung, die die Leiter um sich herum aufgebaut hatten und die du einnehmen musst. Geil! Und all das ist weg. Der Kampf passiert einfach. Die Kämpfe selber waren super, aber das waren sie vorher auch immer. Auch hier fehlte leider wieder das Besondere. Und so haben wir drei Storystränge mit drei verschiedenen Features, die alle leider unfassbar öde und belanglos ausgearbeitet wurden. Schade, denn hier wurde sehr viel Potenzial liegen gelassen. Zwischendrin muss ich einmal einwerfen, dass mir persönlich die Musik in diesem Spiel gar nicht gefallen hat. Ich habe sie mir, wie gesagt, im Nachhinein nochmal angehört, ob ich sie einfach nur in dem Moment falsch empfunden habe. Nein, es bleibt dabei, für mich persönlich gibt es hier zwei gute Tracks in diesem Spiel, die mich gecatcht haben. Und beides sind Spiele, die erst im Endgame stattfinden. Ein Endboss von diesem Spiel hat dafür, muss ich sagen, einen Track, der mich komplett weggeblasen hat. Ich möchte nicht sagen, also ich kann euch sagen, wann, weil es ist kein Spoiler, weil Cassiopeia den Namen hört ihr am Anfang des Spiels und ihr wisst von Anfang an, dass am Ende irgendwas mit Cassiopeia passieren wird. Ihr wisst nur nicht wer, also keine Angst, es ist kein Spoiler. Ihr wisst halt nicht, wer Cassiopeia ist, aber der Kampf ganz am Ende hat ein Theme, ein Song, der für mich einer der geilsten Songs der Videospielgeschichte ist. Er geht so ab, er geht so durch die Decke, ich habe den auf der gesamten Rückfahrt oder fast, also ich würde sagen tatsächlich 60% der Rückfahrt aus dem Urlaub jetzt gehört und ich bin einfach nur abgegangen. Ich feiere diesen Song und er geht so hart unter die Haut. Alles andere muss ich tatsächlich sagen, war mir persönlich sehr, sehr schwach. Ich fand, da war sehr, sehr wenig Wiedererkennungswert drin und ich meine nicht, dass man in den Welten nicht so viel lalala hatte. Das fand ich wie bei Breath of the Wild. Ich finde es gut, dass da eher melodisch ist. Aber auch die ganzen anderen Battle-Themes. Wie gesagt, ich habe da einen anderen Song gefunden, den ich okay fand. Ansonsten fand ich die Musik persönlich sehr, 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 sehr schwach und nichts sagen in diesem Spiel. Und das ist das erste Mal, dass ich persönlich die Musik in einem Pokémon-Spiel wirklich, wirklich schlecht fand. Aber es ist Musik, es ist persönlich, das mag eben anders gehen. Das nur so als Einwurf zwischendurch. Dann kommen wir doch mal zum nächsten Punkt dieses Spiels, den ich mit einem Aber entkräften möchte. Pokémon Parmesan hat die mit Abstand besten Charakter-Designs des gesamten Franchises. Wirklich jetzt. Die Figuren haben mich so beeindruckt, dass ich sie mit Tales of Charakteren vergleichen würde. Individuell, bunt, voller Charakter und lebhaft. Ich habe im Laufe des Spiels viele der Charaktere echt ins Herz geschlossen. Selbst unser Rivale ist lustig drauf, nur am Anfang nervig und gegen Ende hin so toll inszenierend. Aber ich könnte jetzt noch Team Star nennen, die Arenaleiter, den Professor, Pepper und. Selbst viele erst nicht wichtige Figuren bekommen Charakter,
Dazu tragen halt auch die Dialoge bei, die alle diese Figuren sehr warm aufleben lassen. Aber dem Spiel fehlt halt so immens eine gute Präsentation. Noch nie hat ein Spiel so sehr bewiesen, dass dem Franchise einfach eine Sprachausgabe fehlt. Ohne Sprache und ohne wirklich detaillierte Gesichtsmimik oder Gestik ist es einfach schwierig, nur über diese Textboxen die Story wirklich zu führen. Und nein, Pokémon hat nicht so viel Story, dass es nicht möglich wäre, diese zu vertonen. Bei weitem nicht. Das ist echt nicht so viel Story hier in diesem Spiel. Aber die Story ist halt echt süß. Und vor allem ab der zweiten Hälfte. Am Anfang ist es ganz schlimm. Der Anfang von dem Spiel ist super öde, super belanglos und es ist eines der schlechtesten Einsteiger-Tutorials, die ich je in diesem Franchise erlebt hatte. Viel zu lang dauert der Anfang. Aber dann irgendwann nimmt die Story Fahrt auf. Es gibt tolle Plot-Twists, interessante Charakterentwicklungen und sehr schöne Momente. Hier wurde echt toll gearbeitet, man spürte da sehr, 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 sehr viel Liebe, aber es bleibt halt in den Kinderschuhen stecken. Wenn kein Ton kommt und ich halt echt noch sehr schemenhaft animierte Gesichter so plastisch anstarren oder mal die Augenwinkel verziehen, dann entgeht dem Ganzen einfach sehr viel Emotion. Besonders schade fand ich es im Endgame. Hier sprechen die Figuren, während du umherläufst, miteinander in echt süßen und tollen Dialogen. Diese werden aber auch nicht vertont, sodass du sie lesen sollst, während du durch die Welt läufst. Das Mindeste, was ich hier erwarte, ist der Tales-of-Kompromiss. Die Hauptstory ist vertont, wichtige Dialoge und Skits auch, und die Nebenskits oder die NPC-Dialoge an den Orten, der Stadt und so weiter, die können per Textbox sein. Das ist der Mindestanspruch der heutigen Zeit. Eigentlich der letzten 10, 15, 20 Jahre. Den jedes Studio, sei es noch so klein, erfüllt. Nur Pokémon nicht. Und es gibt keine Ausrede, wieso es nicht erfüllt wird. Alles andere sind nur Ausflüchte aus einem Verteidigungsmodus heraus. Am Ende kommt es halt auf viele Ansprüche an, die man an einer Open World hat und wo man persönlich seinen Spaß aus der Open World zieht. Für mich, wie gesagt, war hier der eine ganz, ganz große positive Punkt dieses Spiels, der mich am Spielspaß gehalten hat, abgesehen von der Story, die ich irgendwann tatsächlich echt süß und gut gemacht fand, abgesehen von den Schwächen in der Story. Sondern der große Punkt, und hier gibt es kein Aber tatsächlich, ich fand, und das ist die größte Stärke dieses Spiels, die Pokémon fand ich insanely gut. Ja, auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich fand die Pokémon-Designs in diesem Spiel fand ich wirklich, wirklich, wirklich geil. Und das ist auch der große Unterschied für mich persönlich zu Pokémon Legenden Arceus. Da gab es kaum neue Pokémon zu entdecken. Und deshalb hat mir die Open World halt nichts gegeben. Weil auch die war leer und trostlos und öde und es gab nichts zu entdecken. Und dann hatte ich noch nicht mal neue Pokémon, die ich entdecken konnte. Hier hatte ich halt unfassbar viele neue, tolle Pokémon. Aber auch viele alte Pokémon. Die Pokémon-Vielfalt in diesem Spiel ist insanely gut. Durch das ganze Spiel hinweg, auch im Endgame später, richtig, 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 richtig toll. So dass du auch im Laufe des Spiels für dich sehr, sehr frei und auch wirklich sagen kannst, welches Pokémon nimmst du wann mit, wie gestaltest du dein Team. Sehr, sehr geil. Die Pokémon sehen unfassbar gut aus. Die ganzen Pokémon-Figuren, die Sprites, also alles, was mit den Pokémon zu tun hat, sieht unfassbar gut aus. Da ist sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen und das kann Game Freak. Eine der wenigen Dinge, die sie können. Ganz, ganz stark. Character Designs, 1. Pokémon Designs, 1. Und auch alles, wie die Pokémon aussehen. Gut, die Animation geht besser, aber das hat mich nicht gestört. Ich fand alles, was mit den Pokémon zu tun hatte, fand ich super. Auch fand ich es deutlich besser, dass die Pokémon in der Open World sich ein bisschen verhalten. Wenn sie dich sehen, laufen sie dir hinterher, sie gucken dich an, sie niesen manchmal, sie bellen manchmal, sie schlafen manchmal. Sie wirken wesentlich lebhafter noch als in Pokémon Legenden Arceus oder in den anderen Spielen davor. Es geht ein bisschen mehr Richtung, dass die Pokémon auch wirklich leben, anstatt dass sie einfach nur wie Zombies von links nach rechts laufen. Es war teilweise halt wirklich süß, wenn sie dir mitten in einem Kampf von hinten zugeguckt haben. Sehr, sehr cute. Hat mir sehr gefallen. Ich habe sehr viel Freude und Kraft gezogen aus den Pokémon in dem Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß, auch im Endgame Pokémon von früher zu nehmen, hochzuleveln, um die Entwicklung zu sehen und war begeistert davon. Und das ist ein ganz, ganz großer, starker Pluspunkt in diesem Spiel, an dem ich persönlich auch nicht großartig jetzt mit einem Aber irgendwas zu kritisieren habe. Die Open World ist hier ein wesentlich größerer Mehrwert als noch bei Arceus. Durch die verschiedenen Storystränge, einer riesigen Vielfalt an tollen Pokémon und einer sehr freien Levelkurve ist die Motivation, diese zu erkunden, recht hoch. Auch dieses tolle TM-Feature, die du mittlerweile craften musst durch von Pokémon erhältlichen Items, gibt einem immer wieder ein Belohnungsgefühl für das Erforschen. Ansonsten gibt es auch noch viele andere tolle Items zu finden, wie Pins oder Federn, die gerade dann in Competitive, das ja generell jetzt sehr, sehr spannend wird demnächst, einen sehr großen Nutzen für dich haben. Auch ist es wundervoll, dass du doch recht frei durch Paldea ziehen kannst.
Nur hier und da eingeschränkt durch die Reitfähigkeiten deines Begleiters, liegt es doch an dir, wohin du zuerst gehst. Und mit dem Legi von einem Gipfel zu einem Ziel zu gleiten, ja, macht irgendwie Spaß. Aber, hier gibt es leider mehrere Aber. Leider ist die Welt unfassbar öde, hässlich und leer. Es gibt Items zu finden, natürlich viele tolle Pokémon und die Raids. Ansonsten wurde auch hier wieder keine Mühe und Zeit darauf verwendet, die Welt auch nur im Ansatz zu füllen. 80% der Welt ist leere Wiese mit Matsch oder Felsen. Dann haben wir die hässlichste Wüste, die ich je gesehen habe, die hässlichsten Höhlen, die ich je gesehen habe und die mit Abstand ödeste und langweiligste Schneelandschaft, die ich je irgendwie mal gesehen habe. Die wurde doch nur in einem Brush-Tool gestaltet. OMG ist das Leon schlecht. Spielt dieses Spiel, wenn ihr könnt, im Handheld, weil an einem Fernseher ist dieses Spiel in diesem Zustand, bei diesem Kantenflimmern, einfach kaum zu ertragen. Man bekommt teilweise Kopfschmerzen und es ist wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Im Handheld gewöhnt man sich irgendwann dran, aber hier merkt man einfach wieder ganz krass, wie wenig Ansprüche ganz, ganz viele Leute haben. Wenn wir tatsächlich von Leuten sprechen, die hier sagen, dass ihnen nichts aufgefallen ist, die das Spiel schön finden, dann kann ich mir einfach nur vorstellen, dass die Menschen nichts anderes spielen als Handheld auf der Switch. Spiele wie Xenoblade oder andere wunderschöne Spiele, die in den letzten Jahren herausgekommen sind, wie Breath of the Wild, Monster Hunter, Oda und so, wir nie gesehen haben. Denn wer das hier nicht wahrnimmt und das hier schön findet, der hat wirklich einen so unfassbar niedrigen Anspruch an Videospiele. Das finde ich teilweise echt bemerkenswert. Jeder Ort der Map ist für die Story reserviert. Ansonsten gibt es nichts zu entdecken. Und das lässt halt viele der Orte einfach super leblos und sehr öde erscheinen. Es gibt teilweise recht schön designte Orte, aber dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir noch das Problem der Karte. Diese ist einfach schlecht. Man hat einfach ständig keine Ahnung, wo es hingeht. Wieso dreht die dumme Map sich immer? Wie kann man es denn so schwer machen, sich auf einer Karte zu orientieren? Und Open World hat immer ein Problem mit Balancing. Hier wurde kein Balancing betrieben. Das ist schade, weil man so einfach nicht wirklich weiß, was die richtige Herangehensweise ist. Teilweise sind die Gegner einfach viel zu stark oder zu einfach. Man kann sich zwar grob an den Gebieten orientieren, die von 1 bis 3 nummeriert sind und zum Ende hin bügelt sich das wieder aus, aber sehr oft stimmt das Balancing einfach nicht. Hier wäre ein Level-Scaling oder eine deutlichere Markierung für die Schwierigkeit der Gebiete sinnvoll gewesen. Ich muss aber sagen, allzu doll hat es mich jetzt nicht gestört. Ich mochte oft die Herausforderung und mal OP sein hat auch Spaß gemacht. Aber das geht besser. Nun ja, und zum Ende hin muss man einfach sagen, dass natürlich auch der technische Zustand des Spiels der Open World einen großen Abbruch tut. Das wohl verbuggteste Spiel der modernen Spielegeschichte und das hässlichste Spiel der modernen Spielegeschichte. Pixelmatsche des Todes. Framerate im einstelligen Bereich, Game-Breaking-Glitches, Softlocks, 2 FPS-Kinder, Städte, in denen sich alles portet und bewegt, wie es möchte, Schatten, die so auftauchen, wie es ihm beliebt. Ich denke mal, ihr habt schon viel über den technischen Zustand dieses Spiels gehört. Und ich habe noch nie ein Game gezockt, was gemessen an seiner Zeit so peinlich ist. Es ist so krass, dass hier eigentlich eine Abstrafung hätte passieren müssen, wie bei Cyberpunk damals, das von Steam gebannt wurde. Aber da Nintendo es selber auf seinen Plattformen vertreibt, schmerzen hoffentlich wenigstens die Refunds und die vernichtenden Kritiken. Wie gesagt, alles, was ansonsten Probleme hat, ist das, was sich auf das Game generell bezieht, was das Design des Spiels generell bezieht. Und es bleibt halt einfach das Problem, dass ein Spiel in dieser Qualität, in diesem Zustand nicht veröffentlicht werden darf. Da reden wir halt wirklich davon, dass ich hoffe, dass jetzt endlich mal Kritiken oder die Refunds irgendjemanden aufwachen lassen. Denn das hier ist eine Frechheit, wie sie von Cyberpunk geleistet wurde, wie sie Nintendo eigentlich nicht zu Gesicht stehen sollte. Und es ist völlig scheißegal, wer daran jetzt Schuld hat. Ja? Wir wissen ja, Pokémon Company, ein Drittel Creatures Inc., ein Drittel Nintendo, ein Drittel Game Freak, das wissen wir. Irgendjemand da wird die Verantwortung dafür tragen. Irgendeiner dieser Wirtschaftsbosse da oben guckt einfach nur auf die Zahlen und möchte die Verkaufszahlen in seinen Bilanzen wissen. Und ihm ist scheißegal, was dieses Franchise tatsächlich gerade qualitativ nach draußen bringt. Denn wie wir gerade an den Verkaufszahlen sehen, ist es anscheinend auch egal. Ich hoffe trotzdem, dass aufgrund der Reviews und diesem wirklich katastrophalen Zustand dieses Spiels da irgendwie mal irgendjemand mal aufhorcht. Ich glaube einfach, dass sie hier den Bogen dann doch überspannt haben, was den Zustand angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier jetzt keine Schlüsse draus ziehen, weil das Echo dann doch deutlich nach draußen gekommen ist. Gerade weil Arceus ja doch sehr, sehr positiv aufgefasst wurde, wird dieses Spiel von den Kritiken endlich abgestraft. Das heißt, wir haben hier ein Spiel, was tatsächlich, finde ich persönlich, Spaß macht. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, der dieses Spiel spielen oder kaufen möchte, denn es macht Spaß. Aber man muss halt hier immer wieder trennen und das ist das, was viele Pokémon-Fanboys generell dann nicht mehr können. Man kann ja mit diesem Spiel Spaß haben,
man kann die positiven, die negativen Punkte hier aufdröseln, aber man muss einfach hier sehen, was hier abgeliefert wurde. Man muss hier einfach wirklich auch mal ganz, ganz deutlich sagen und auch aussprechen, dass ein Spiel so nicht veröffentlicht werden darf. Und dann gehört es abgestraft. Und dann kann eine Kritik, dann kann eine Note, eine Wertung, die ist einfach nicht wirklich hoch ausfallen. Weil es so, das ist wie bei einer, stellt euch das vor wie in einer Arbeit, ja, in der Schule. Ihr schreibt eine Erörterung und ihr habt ein tolles Argument. Aber wenn ihr einfach nur das Argument aufschreibt, ja, und ihr führt keine der vier Bs aus, Behauptung, dann, wie war das, also erstmal behauptest du das Ganze, dann musst du das ja belegen, dann musst du das begründen, dann musst du das belegen und dann musst du noch einmal Bezug nehmen. Und wenn du das halt nicht ausarbeitest, bekommst du halt auch keine gute Note, weil das Argument nicht gut ausgeführt wurde. Wenn du einfach nur aufschreibst, das hier ist mein Argument, Punkt. Und es gibt noch so viele andere Dinge, die ihr euch vorstellen könnt, wenn man einfach in der Wurzel stecken bleibt und einen coolen Ansatz hat, aber nichts ausarbeitet, auch nur in irgendeinem Ansatz. Und erneut habe ich dargelegt, dass in diesen Spielen nicht nur die Grafik das Problem ist oder die Technik, sondern eben immer wieder ganz viele andere Punkte eben nicht ausgearbeitet werden an einen Punkt, der dieses Spiel hier, und das sage ich ganz klar, Pokémon Parmesin hätte ein Game of the Year Kandidat werden können, wenn sie diesem Spiel 1-2 Jahre noch gegeben hätten. Die Welt wunderschön vollgestalten, die Story mit Vertonung, mit Sprachausgabe und mit Mimik und Gestik mit etwas besseren animierten Figuren noch irgendwie ausfüllen. Und wenn sie dann auf einen akzeptablen technischen Zustand bringen, die Grafik ausarbeiten, die Städte ausarbeiten, die Shops und die Häuser wieder begehbar machen. So, mittlerweile gehst du ja noch nicht mal mehr in die Shops, du bekommst nur ein Menü. Da muss einfach mehr kommen und dann hätten wir hier eins der großartigsten Spiele seiner Zeit haben können. Eins der besten Pokémon-Spiele. So bleibt es, wie gesagt, in den Kinderschuhen stecken. Und das ist sehr, sehr schade, denn gerade hier wurde extrem viel Potenzial verschenkt. Und deshalb, ja, haben wir hier eins der besten, schlechtesten Spiele, die ich hier gesehen habe. Und ja, vielleicht kommt noch ein Patch. Ich glaube nicht, denn wie immer hier, während Cyberpunk ja Statements gesetzt hat damals, oder CD Projekt Red schweigt hier natürlich wieder alles, denen ist einfach alles völlig scheißegal. Die wollen einfach nur das Geld, das bekommen sie gerade. Und wir gucken mal, wie es beim nächsten Mal wird. Ich bin gespannt. Mein Fazit, ich hatte Spaß, ich hoffe ihr auch. Und alles andere gucken wir mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, du bist noch da. Das Video hat dir anscheinend gefallen. Ich habe hier ein ähnliches Video. Da kannst du gerne draufklicken und dann geht's direkt weiter. Und einmal ganz, ganz lieben Dank an meine Patreons, meine Twitch-Subs und meine Kanalmitglieder, die mir das Ganze hier ermöglichen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin euch unendlich dankbar. Arigato. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt gleich beim nächsten Video. Ciao.